Sie ist nicht zum ersten Mal da, sie scheint sehr begehrt zu sein. Keine Frage, sie hat eine Kombination in Händen, die in meinen Augen ja zu meinen Lieblingskombinationen gehört, denn sie spricht über Marketing, etwas, was meiner Meinung nach alle brauchen, und sie spricht über das Mindset, denn das ermöglicht ja erst das gute Marketing und sie kann es. Darum bin ich froh, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Claudia Schulte. Hallo Hermann. Claudia. Hast du einen Hack mitgebracht? Weil danach will ich dir noch was über Schöpferkraft fragen. Ich habe einen Hack mitgebracht, ja. Mhm. Der lautet, wer Zugang zu seiner inneren Kraft hat, kann alles erreichen. Und ich empfehle jedem Einzelnen, jeden Tag so viel Selbstliebe walten zu lassen, so viel Selbstfürsorge, 15, 20 Minuten für das eigene Wohlbefinden zu sorgen und auf Ressourcen zurückzugreifen, die jeder Mensch immer bei sich hat, auf seinen eigenen Atem. Und auf seine Stimme. Und ich glaube an die Kraft und an die Macht der Worte. Und die andere Geschichte ist, wie ich mir selbst helfe, wirklich die Wünsche, die eigenen Wünsche positiv formulieren und laut aussprechen. Ich singe sie mittlerweile und bin mit Herz und Seele bei der Sache und ganz in der Präsenz und in meiner Schöpferkraft. Das klingt ja mal spannend. Das heißt, ich kann mir dich in der Dusche vorstellen und du singst dir deine Lebenswünsche vor? Richtig. Ich mache es sogar morgens im Bett während des Aufwachens. Das geht so 15, 20 Minuten. Okay. Alle Affirmationen, alles, was ich mir vom Leben erwarte, vom Leben erhoffe. Und ich töne es nicht nur, ich singe es mit vollem Herzen und werde so wach. Ist wunderbar, gibt mir ein wunderbares Rüstzeug für den Tag. Kann ich jedem nur herzlich empfehlen.